Hallo liebe Freunde des fröhlichen Experimentierens mit Kosmos Elektronik, Baukästen der XN-Baureihe, Schwerpunkt mal wieder XN, Hightech und PC hier, Neues von Kai aus Berlin. Diesmal habe ich was aufgebaut zum Thema Solarzelle, Kurzschlussstrom und Lichtmessung. Da sagen die dann, ja, wir haben jetzt hier einen Luxmeter. Im Wesentlichen ist es wieder unser Freund, der Vierfach-Operationsverstärker zusammen mit einem NPN-Transistor. Die Solarzelle sehen wir hier. Und an zwei Stellen geht es zum Interface, zu den Messeingängen. Einmal über den Emitter von diesem NPN-Transistor und einmal über den Ausgang 1 vom Operationsverstärker. Und dann ermittelt er daraus den Kurzschlussstrom und daraus berechnet er dann im Endeffekt, wie viel Lux das sind. Soweit so gut. Ich habe mich nur gewundert, dass wenn ich gehe mal auf die Software drauf, dass ich zwar im Messbereich bis 10.000 Lux eine ordentliche Null hier habe, wenn ich mit der Taschenlampe drauf gehe, sieht man, dass das hier wandert und größer wird. Hier sind wir bei 326 Lux ungefähr, soweit so gut. Wenn ich jetzt allerdings den Messbereich umschalte auf 1000 Lux, dann macht er sich selbstständig, auch wenn die Solarzelle momentan, habe ich die Hand drüber, komplett abgedunkelt ist, verstehe ich nicht ganz, das könnte ein Software-Bug sein oder irgendwas. Ich gehe also mal zurück auf die 10.000, mache nochmal Taschenlampe und hier habe ich noch einen kleinen Fun-Fact mit eingebaut. Ich habe mir mal so eine, ich kenne nur die ganz alten unter euch wahrscheinlich. Ich gehe mal kurz auf die Anordnung und zeige mal mit dem Finger drauf. Eine Fotoblitzröhre noch mit dazu genommen und versucht die jetzt mal auszulösen. Vorhin beim ersten Test ging das. Und dann gucken wir mal, ob da der Wert mal ein bisschen anderer ist. Das heißt, ich gehe mal ganz vorsichtig jetzt halt richtigen Draht aussuchen. Hier drauf. Und dann sehen wir mal. 3, 2, feiern so hohl. Okay, das war schon. Ich würde sagen, das Ding hat ausgelöst. Ich konnte jetzt nicht so schnell gucken, wie weit der ausgelöst hat, aber das hat ein bisschen Spaß gemacht. Ist ja nicht wirklich gefährlich. Ja, weil die Sonne kann ich gerade nicht in mein Zimmer lassen. Es ist jetzt Freitagabend in Berlin. Lasst euch gut gehen. Das hat schon mal wieder Spaß gemacht. Bitte gute Laune behalten, das war euer Kai aus Berlin und demnächst geht es dann mit Videos einer anderen Thematik vermutlich weiter. Das Thema Solarzelle ist jetzt erstmal gegessen, aber das hat Laune gemacht. Bis dann, tschüssi.